meine lieben Freunde, und ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde, Teil 2 mit Big Pauli. Ja, meine lieben Freunde, das letzte Mal haben wir das Auenland eingenommen und es am Ende sogar vor Isengard verteidigt. Und nun wird die Hauptstadt der Menschen in den nördlichen Ländern fallen. Fornost. Zwerge und Menschen stellen sich dem Feind in der verlassenen Burg von Fornost entgegen. Die Orks setzen alles daran, die Verteidiger zu vernichten und die Festung einzunehmen. In der Tat. Die überlebenden Dúnedain haben die Zwerge der Blauen Berge um Beistand gebeten. In der alten Festung von Fornost werden diese Würmer ihr Leben aushauchen. Wenn wir hier fertig sind, werden alle Länder westlich des Nebelgebirges uns gehören! Vernichtet alle Zwerge und Stadthall. Das Auge beobachtet uns! Gut, dann brauche ich jetzt erstmal ein Schatzlager. Mach dich nützlich! Hm, was? Und eine Kluft. Ihr wisst, was zu tun ist! Dieses Land wird uns gehören! Gut, hier wird Orks geschickt, wenn wir das nicht angreifen wollen. Alter, den Verwüstungszauber kann ich mir immer noch nicht kaufen. Ich bräuchte mal ein bisschen was an Fähigkeitspunkten. Bereit? Wir haben eine neue Kluft erschaffen. Ja, zwei Horden Halbtrollplünderer kann ich auch noch mal ausbilden. Das neue Gebäude ist fertig. Ich höre! Los, mach die Katapulte kaputt! Drängt sie zurück! Löscht sie aus! Passt es, was es wolle, die Katapulte müssen zerstört werden. Die sind der größte Gefahr. Ist
Wir haben viel zu tun! Baut! Das Auge beobachtet uns! Ihr wisst, was zu tun ist! Mach dich nützlich! So, ich brauche noch zwei weitere Gänge. Die Kluft werde ich auch erweitern. Noch ein Gebäude fertiggestellt! Das Gebäude ist fertig! Sehr schön. Zwei der Katapulte sind schon mal weg. Am Haupttor. Müssen noch die beiden Katapulte entfernt werden. Wir haben das Schatzlager erweitert. Die Dunländer können ab und zu ganz nützlich sein. Gut, dann werde ich jetzt das Schatzlager nochmal erweitern. Wir haben die Klüfte erweitert. Und auch die Kluft wurden auf Level 3 gebracht. Mein Gott, das alles kostet mich ganz schön viele Rohstoffe. Arbeiter! Glücklicherweise bewegt habe ich euch, ihr faulen Hunde! Macht, was euch befohlen wird! Gegraben. Bewegt euch, ihr Maden! Das Auge beobachtet uns! Baut! Du baust jetzt auch, weil ich ganz dringend Rohstoffe brauche und das sehr schnell Rohstoffe produzieren kann, auch noch ein Sägewerk. Wir haben das Schatzlager erweitert. Wir haben die Klüfte erweitert. Ich muss ganz schnell an eine große Menge an Rohstoffen kommen. Jetzt Bannerträger! Noch ein Gebäude fertiggestellt! Los, ihr Halbtrolle! Bewegung! Meine Armee wird stärker. Spinnen! Verbindet euch mit ihnen! Die Bottrüstung ist bereit! Verbündete habe ich noch nicht. Euer König spricht! Reißt alles nieder! Stattdessen reiße ich die Liga nieder, um mehr Fähigkeitspunkte zu erhalten.
Sie werden sterben! Was für ein Glück, dass sich Gorkil mit diesem Riesenskorpion so schnell bewegen kann. Weiter, weiter! Der Feind! Wir haben jetzt geschmiedete Klingen! Der Führerschaftsbonus von Gorkil kann ganz schön nützlich sein. Wir haben jetzt Flammenpfeile. Fürchtet mich! So, jetzt muss nur noch dieses blöde Spinnennest zerstört werden. Ich frag mich gerade, richtet der vielleicht gegen mehr Schaden an, wenn der zu Fuß unterwegs ist? Der Feind greift uns an! Mann, tut doch nicht. Nieder damit! Sie kommen von überall! In die Schlacht, Orks! Der Feind! Er greift an! Bewegt eure Beine! Aus dem Weg! Zu Befehl! Ein neuer Riese erhebt sich. Ich bezwingt niemand. In der Tat. Das ist auch bald zerstört. Fast mit der Zerstörung des Spinnennests fertig. Danach muss er nur noch die Gebäude zerstören. Vernichtet sie! Sie greifen uns an! Zerstört alles! Tod! Tod! Tod!
Nehmt sie auseinander! Reißt alles nieder! Sie werden sterben! Alter, diese Spinnen gehen mir übelst auf die Nerven. Nieder damit! Zumindest ist Gorkill dafür gleich, glaube ich, auf 8 schon. Wenn die Leute es noch nicht bemerkt haben, Gorkil kämpft so weiter. Ich. Vorwärts! Ja. Zu langsam! Halt sie zurück! Ruhe jetzt! Bereit! Dieses Land wird uns gehören. Und du steigst wieder auf deinen Skorpion rauf. Und die Dunländer können nun die nächsten beiden Katapulte kaputt machen. Nachdem die Zwerge abgehauen sind. Katapulte sind zerstört, damit ist die größte Gefahr zerstört. Alter! Sie kommen schon wieder! Bereit, Trolle! Immer noch bei den Kriegsvorbereitungen bald abgeschlossen sein werden. Ups, ihr wimmelt es von Feinden! Habt ihr das gehört? So, ich brauche nur noch 230 Rohstoffe.
Alle Schwertkämpfer werden ausgerüstet. Zerstört ist, kann meine Armee durch das Tor durch. Sie greifen den Baumeister an! Wir werden sie überrennen! Vorwärts, Bestie! Alle Mann, in die Festung Kornost hinein! Jetzt ist Zoltag! Verteilt euch! Vorsicht! Vorsicht! Rennt um euer Leben! Ich höre! Runter! Zum Angriff! Das keinen am Leben! So überrennt man eine Festung der Menschen. Gleich hier sterben. Sie greifen uns an! Oh nein! Hit! Hit! Position! Lasst keinen am Leben! Geht in Deckung!
Bogenschützen. Mach die Katapulte fertig. Zertrampelt sie! Follow. Nieder damit! Vorwärts, Kompion! Vorwärts! Vernichtet sie! Uns hält nichts stand! Los, schnell, reiß das Tor ein! Ein weiteres Tor ist gefallen. Vorwärts! Für den Gebieter! Darüber! Jetzt habe ich aber langsam genug. Ja! Löscht den Zwergenschnäppchen aus, bevor er zu viel Ärger macht. Gläuen! Bringt ihn zu Fall. Kühlt den Stahl! Uns hält nichts stand! Und Leun ist gefallen. Reiß alles nieder! Uns hält nichts stand! Also so ein Heilungszauber, das wäre jetzt richtig schön. Leider haben die Bösen keinen Heilungszauber. Wir müssen hier weg! Nehmt sie auseinander!
greifen uns an! Säubert das Gebiet! Ihr wisst, was zu tun ist! Zurück! Greift jetzt gefälligst endlich die Halle der Giga an! Sie greifen uns an! Das geht doch! Konzentriert eure Angriffe auf ihre Zerstörungswaffen. Der Erdenhammer ist die stärkste Waffe, die Zwerge überhaupt haben. Wenn der abgefeuert wird, dann werden sämtliche meiner Gebäude zerstört. Und tschüss, Erdenhammer. Dämlichen Katapulte nerven. Auf sie! Komm! Vorsicht! Ah.
Nein! Nein! Wir werden sie überrennen! Wo kommen überhaupt diese ganzen Truppen her? Ganz im Ernst, das ergibt keinen Sinn. Ich habe doch die ganzen Truppenherstellungsgebäude zerstört. Uns hält nichts stand. Zertrampelt sie. Lass keinen am Leben. Stadt zerstöre die Feste. Ja. Telefon vorne wurde zerstört. Sie werden stark. Den schafft. Er ist dann los, wo wir gerade der Krieger. Ah! Der Krieger vernichtet sie! Ganz im Ernst. Wo kommen diese ganzen Viecher her? Der Feind!
Gewalt eurem Krieger. Tod! Nein, nein, nein! Ja! Ja, ja! Da! Los! Alter, könnt ihr nicht einfach mal den Befehlen folgen, die ich euch gebe, und nicht immer wieder zu den Problemen feiern? Und jetzt benutzen wir auch nur noch ein einziges Truppenmitglied. Dämlich sind die eigentlich. Nehmt sie auseinander! Los, ihr Halbtrolle! Bewegung! Da du nichts anderes kannst als die zusammenreiten, werde ich jetzt dein Skorpion wieder wegnehmen. Bewegung! Du sollst verdammte Scheiße nochmal zuhauen. Aber wie es scheint, kriegst du nicht mal das hin. Okay. Ich höre! Stillgestanden! Los, ihr Halbtrolle! Bewegung! Verneigt euch vor mir, ihr Maden! Nicht stehen bleiben! Ihr Feind, ergreift an! Wir werden sie überrennen! Weiter, weiter! Auch dieses Gebäude muss fallen. Dieses Land wird uns gehören. Bewegung! Das Lager des Landes! Vorwärts! Aufschließen! Vorwärts! Ich höre! Verneigt euch vor mir, ihr Maden! Gesamte Armee vorrücken! Ich musste ja ein paar neue Truppen ausbilden. Los, ihr Halbtrolle! Bewegung! Schon! Zu langsam! Bewegung! Vorwärts! Los! Ich hab gesagt, die Leute haben jetzt Menschen des Wissens! Nehmt sie auseinander! Ich soll diese scheiß Katapulte endlich auseinandernehmen! Reißt alles nieder!
Weiter! Weiter! Darüber! Da! Zu langsam! Los! Los! Noch kann ich nichts gegen die größte auf. Treib sie zurück! Ich höre! So, jetzt macht endlich dieses scheiß Katapult kaputt. Der Feind! Ich hab lang genug gewartet. Treib sie zurück! Sie werden es starten. Muss zerstört werden. Sammeln! Speere! Sowas von nervt ich. Beginnt die Blockade. Bereit? Marsch! Hier! Ich höre! Die Länder können gern alle sterben, nachdem sie das Katapult haben. Wir greifen uns an! Was sie auch mal geschafft haben. So. Vernichtet sie! Sie werden stark! Stadt Fornost ist erobert. Wir vernichten alle Feinde Saurons. Ein weiterer Sieg für Sauron. Es war ein schwerer Sieg, aber dennoch ein Sieg. Die Orks haben alle Feinde Saurons zerschmettert. Bruchtal ist nah. Doch seine Zerstörung muss warten. Noch. Was muss denn noch eingenommen werden? Erebor und Bruchtal, das sind die, die mir aus dem Kopf sofort einfallen, die noch eingenommen werden müssten. Düsterwald! Natürlich! Das hätte mir aber auch früher einfallen können, dass Düsterwald auch noch fallen muss. Aber Düsterwald wird erst im nächsten Part fallen und an dieser Stelle mache ich erst einmal wieder einen Cut. Es war mir wie immer eine Freude, euch als meine Zuschauer zu haben. Like das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mich schon abonniert habt und noch nicht auf das Glockensymbol neben dem Abonnieren-Button geklickt habt, macht es, damit ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's für heute von Big Pauli. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.